Thank you.
Thank you.
Organisierten. Ach ja. Intelligenz. Und Willenskraft. Schauen wir drauf. Oder? Wenn die Stufe zu hoch ist, was soll ich? Anpassen. Let's
Hey, da ist uns jemand zuvorgekommen. Ach du meine Güte, da steckt ein Schwert drin? Das ist aber gar nicht gut. Sowas bringt schnell Ärger. Als wir mal mit einem Luftschiff abgestürzt sind, wurden wir von einem riesigen Baumschrank. Ist das vielleicht unsere verdächtige Gestalt? Das war natürlich mal wieder Papa Limos Schuld. Aber der feine Herr würde lieber seinen Stab verschlucken, als seine Fehler einzugestehen. Nein, nein, das glaube ich nicht, Truppo. Kuklukop, kennst du ihn etwa? Wir sind in derselben Kutsche gefahren, Kupo. Erinnerst du dich? Und? Wie sind die Werte? Genau wie vorhin. Auch hier wurde der Äther empfindlich gestört. Ganz vor kurzem. Wenn Kuplo recht hat und du unschuldig bist. Seit der Katastrophe vor 5 Jahren ist der Wald äußerst empfindlich. Schon passiert sowas. Uns bleibt wohl keine Wahl. Thank you.
Leute, kurze Pause, ich bin mal kurz was holen. Träger des Kristalls. Höre Heidelins Ruf. Die Welt ist davor, ins Chaos zu sinken. Finsternis breitet sich aus. Sie droht zu ersticken, was hell ist und gut. Sie löscht aus, was lebt. Doch dein Licht strahlt hell. Du kannst die Vernichtung verhindern. Die Lichtkristalle bergen die Kraft, das Dunkel zu bannen. Du musst sie finden. Na, der Äther ist dir wohl zu Kopf gestiegen. Du bist einfach umgekippt. Und wen haben wir hier?
Den Übeltäter. Das war kein gewöhnlicher Ixal, sondern ein Häuptling. Er hat sich ganz schön weit vorgewagt. Vielleicht... Hier ist Papa Limo. Wir haben Wie fühlst du dich? Besser? Ein Exalhäuptling. Ja, wir werden Esumian um Rat fragen. Ida, frech wie immer. Keine Sorge. Ein großer Kristall? Siehst du vielleicht auch Sterne? Verstanden. Ich melde mich wieder. Kuplokop, bitte berichte Esumian, was hier vorgefallen ist. Klaro, Kupo! Wir müssen weiter. Pass auf dich auf und bis bald. Ach ja, das Schwert könnte wichtige Hinweise liefern. Bring es zum Klageregiment am Stubben. Halt mal. Glaubst du, der Abenteurer konnte Kuplokop sehen? Na, das fällt dir ja früh auf. Ich hatte zumindest den Eindruck. Du hattest den Eindruck? Na, darauf ist ja bekanntlich Verlass. Was, Papa Limo? Wie du meinst, Ida. Thank you.
Thank you.
Hi Olli, was geht? Ich bin gerade dabei, ein Päuschen zu machen. Deswegen Standbild. Ich wollte schnell duschen gehen. Alles klar bei dir? Fucker. Voll witzig. Telefonbaum. Irgendwas geboten. Ja, man kann einen Baum hacken, echt geil. Ich glaube, die ist es, oder? Ja. Hallo. Pause gibt's nicht, ich warte gerade halt drauf, bis der Kühlschrank kommt. Ah, okay. Cool. Wenn er überhaupt kommt, ne? Ja, das ist nice. Und es freut mich, dass du auf meinem Stream auch geschaut hast. Ja. Ja, keine Ahnung, Olli, sorry wegen gestern oder so. Hab überhaupt nicht böse gemeint. Du kennst mich ja, ich sag halt meine Meinung. Ja, manchmal bin ich echt zu direkt, aber. Ja. Ist ja jetzt auch wurscht. Seit 6 Uhr, Diggi, seit fucking 6 Uhr, okay. Ja, das. Die solche Techniker und so und, ja, hier, Lieferanten, die sind nie pünktlich. Ja, geht halt auch nicht. Die Firma verspricht es halt und der Kurier kann es halt nicht einhalten, ne? Ist halt so leider. Pause gibt's nicht, sagt er. Na gut, dann gibt's halt gerade Pause. So geht's eiskalt weiter, okay? Nur wegen dir, Olli. Jetzt hast du es geschafft. Du bist schuld. Nee, Quatsch. Help us. Beste User-Service, ja geil, Alter. Ach so, ja, dann ist kein Wunder. Dann ist das echt kein Wunder. Simba, hör auf. So, jetzt mache ich halt eine Quest. Ich muss hier auch was machen. Schau da mal. Ach so, Milben muss ich hier töten. Wo sind die Milben hin? Oh, Schiff, Alf. Du hast vollkommen recht, ja. Bei mir haben sie, ich habe mal was von Hermes liefern lassen, also. Und bei mir haben sie nicht mal geklingelt. Die haben mir gleich einen Zettel, zack, an Briefkasten geklatscht. Oder in den Briefkasten geklatscht. Alter, ich habe dann echt bei Hermes angerufen, habe mich beschwert. Und der hat richtig sein Fett weggekommen. Ja, weißt du, geht's halt einfach nicht. Mal klingeln, weißt du? Obwohl ich daheim bin, drauf warte. Ja, ich weiß schon. Ja, genau. Ein guter Hashtag. Der Olli hat da die Ideen. Der hat da ein kleines Geld. Olli hat die Idee. Geil oder so? Ja, gut, dann. Ich will nicht stirben. Okay. Echt, danke. Ich hab den eigentlich schon runtergeschraubt, aber. Ja. Oh. Hey, das hat nicht gespeichert gehabt. Jetzt verstehe ich auch warum. Anwenden. Ist das so besser, Olli? Hallo, Test. Man hört dich gar nicht mehr. Ja, wenn ich kämpfe wahrscheinlich, ne? Ich hoffe, das ist jetzt besser. Hallo, hörst du mich jetzt? Hallo? Hallo? Ich ändere das mal hier kurz. Hallo, hi. Ah, so ist es, glaube ich, besser. Okay. Was? Aber was ist denn genau zu laut? Die Musik oder? Moment. Hintergrundmusik? Soundeffekte, ja, das ist klar nicht. Stimmen, ja. Systemtöne, ja. Geräusche, ja. Eigene Gruppe. Andere. What the fuck, Alter. Was man hier alles einstellen kann. Das ist unglaublich. Siehst du, Olli, hier kannst du halt Maus, Tastatur spielen und Controller. Also ich doch halt mit Maus und Tastatur, das ist halt
einfach besser. Ist halt so. Ist halt ein MMO. Ne? Der Mikro passt schon. Geh mal in die Einstellung, mach mal alles auf ca. 55%, okay? Habe ich gerade getan. Jetzt müsste es besser sein, oder? Dankeschön für den Hinweis, Olli. Ja, sehr schön. Und herzlich willkommen im Stream, ihr anderen Menschen. Ihr dürft gerne auch was in den Chat schreiben. Kein Ding. Ja. Wie gesagt, ich denke auch, dass ich mich mit Shaw wieder vertrage oder so. Der ist dann einfach nicht so erwachsen. Oder weiß ich nicht einfach. Ist halt so. Nee, wie gesagt, ich mag den halt. Ich wollte nur meine Meinung sagen, mehr nicht. Hallo neue Leute, es ist wie. Ja, ist halt so. Herzlich willkommen auf dem Kanal von Battle Dimmy. Heute mit live dabei Blind Fireball. Ach ja, ihr könnt, der Blind Fireball ist auch ein Streamer. Könnt ihr unten mal in die Beschreibung schauen. Bei Stream Bros, da ist er markiert und verlinkt. Da macht er echt guten Content. Ja klar, muss doch nicht. Alles gut. Und in dem Moment war das halt dein Stream, weißt? Haben die anderen dir aber auch gesagt. Weil du musst ja entscheiden, ne? Wie das haben willst, halt entweder Frieden oder Krieg oder so in deinem Stream. Ja, klar. Du bist ein Broadcaster, du hast die ganzen Rechte. Nee, alles gut. Alles gut und es wird wieder. Tesia 24, just rank up zu Padawan Level 2. Herzlichen Glückwunsch dazu. Beim nächsten Mal fliegt er, wenn sowas beides. Ja, genau. Ist voll okay, voll in Ordnung. Wo muss ich jetzt hin? Ich muss da hin. Zu dem grünen Pfeil. Wup, wup. Wie komme ich jetzt da hoch? Alter, die Sonne blendet sowas von. Es soll endlich mal gewittern, es ist so schwül einfach nur. Läuft bei dir. Was meinst du jetzt? Meinst du Tesia oder mich? Ah. Sorry, gerade Licht farmen. Hey, so entschuldigst du dich, alles cool. Willkommen im Stream erstmal. Aber wie komme ich jetzt dahin? Hä? Ach so, okay. Ach so, ja. Alles gut. Entweder man ist halt aktiv im Chat oder man lurkt halt. Das ist alles kein Ding. Aber wenn einer noch schreibt, dann ist es, keine Ahnung, für einen Streamer einfach, ja, was Schönes. Weil er dann mit der Person interagieren kann. So. So. Wie Luke, Lucelot, ne, Lucelot, irgend sowas. Hey Luke. Ah, da bist du ja wieder. Hast du die frischen Schaudermilbennetze? Natürlich. Hier. Gönn dir. Achso, bist du auch Streamer wohl? Tesla 24. Ja, stimmt. Bist du. Abschließen. Und jetzt? Davor. Ja. Ja. Wahrscheinlich, Olli, kommen die erst Nachmittag oder so, Hermes. Bode, Alter. Info? Olli, wie gesagt, mein Bot hat sich doch resettet. Weil ich den auf meinem anderen Laptop gehabt habe, der Dimly-Bot, und da sind alle Comments gelöscht. Gib mal Ausrufezeichen Comments ein, dann siehst du die Comments von Dimly-Bot jetzt.
Weil Weißbot und so habe ich ja nicht mehr. Ich habe jetzt nur Wiffbot dran, weil eben da noch alle Befehle gespeichert waren. Genau. Ja, genau. Simba, geh runter. Hey, Simba. Oh Mann, meine Katze macht so, was sie will. Ja, mit A schon, ne? Olli, was ist denn los, Alter? Zu wenig Schlaf, wahrscheinlich. Sim. Oder Autokorrektur. Comments. Hier. Ja. Welches Level bist denn du hier? Tesla 24. In Final Fantasy 14. Ja, klar. Passiert aber immer. Au, au. Olli, du bist leider tot. Tut mir leid. Ich brauche einen neuen Mod. Tesla, hast du Lust? Nee, Quatsch. Oh Mann, ey. So. Also muss ich. Hab's gemerkt, ja. Ja, deswegen, wie gesagt, ich muss den noch einstellen. Ich habe den jetzt nur grob eingestellt, damit er überhaupt wieder funktioniert. Weil der ist ja mit so Skripte und so, muss man ja schreiben dann. Also muss man nicht, kann man. Ja. Ja, gut. Der Broadcaster stirbt. Ich glaube, weiß ich nicht, ob das Zusammenhang damit hat. Hilfe, Hilfe. Oh, was ist denn das für ein Vieh eigentlich? Von der fette Molch, ey. Ein Schwarzmolch. Chuck Norris, lol. Chuck Norris, was geht bei dir ab? Jetzt haut er ab. Ich weiß. Hast du ja auch von mir sozusagen, ne? Und was heißt von mir? Ich hab's dir halt empfohlen. Ja. Level 60 Schwarzmagie und Gegenstandslevel. Okay. Läuft bei dir, Digga. Wie gesagt, ich habe Final Fantasy noch nie davor gezockt. Aber Kollegen haben mir das 14er empfohlen und. Ja, jetzt habe ich angefangen. Das ist mein allererster Charakter. Ich bin Druide. Oh nein, Mord hab ich gar nicht sein. Ja, das war auch ein Witz. Verstehst? So. Bin ich damit jetzt fertig? Ja. Ja, was ist, warum ist es hier rot? Hey Tesla, erklär mal, warum das hier auf der Karte rot ist. Muss ich da was machen? Ist das ein Questgebiet oder? Wenn du so freundlich wärst und das erklären könntest, wäre das super geil. So, ich stopfe mir jetzt meine letzte Zigarette. Weil ich dann keinen Tabak mehr habe. Jo, läuft bei mir. Echt, das ist ein Quest, ja? Und was muss ich da in diesem roten Gebiet machen? Irgendwelche Viecher killen oder was? Aber ja und nein. Das ist so schwül einfach. Hey Olli, ist es bei euch auch so schwül oder Tesla oder Alter? In meinem Zimmer sind es irgendwie 50 Grad oder so. Steht rechts an der Seite. Ja, wie gesagt, die rafft das alles nicht so ganz. Ja, genau, das sind die Quests, das weiß ich schon. Aber wo ist dann. Ach so, okay. Stufe 6, Vorbild für die Jungspunde. Hey, die Quest steht hier rechts gar nicht. Klar habe ich TS. Aber ich zocke momentan auch, also über PS4. Weißt? Mit Maus und Tastatur halt, weil mein Laptop so richtig abfuck ist. Also wenn du ein PS4 hast oder so, können wir gern Party reden.
Oder später dann Teamspeak. Weil ich müsste dann auch erstmal duschen oder so. Die zweite von oben. Ach ja. Ah, cool, danke. Danke, Tesla. Das stimmt. Ah ja, ach so. Ja. Also langsam komme ich dahinter. Ach, das sind die Molche. Ich habe einfach nur keine gefunden, oder was? Wahrscheinlich, ja. Hilfe, Hilfe! Ja, danke. Erstmal den Schutz wieder aktivieren. Rotes. Alles klar, hey, ist der Hermes-Typ wohl da? Go, Shorty, it's your birthday. We're gonna party like it's your birthday. Oh man. Habe ich jetzt alles? Ja. Ah, jawohl. Chuck Norris! Komm mit mir in die Gruppe! Chuck Norris! Achso, das muss ich wegmachen. Hey, hört er mich jetzt? Chuck Norris, kannst du mich hören? Hallo. Hallo. Ich muss kurz Quest abgeben. Welche Stufe ist denn der? Wo steht denn das? Ah, Profilanzeigen oder was? Hä? Check ich überhaupt nicht. Alles klar. Na gut. Galfried oder Garfield. Oh. Flüsternde Ahornzeug. Ja genau. Also am Anfang erst Ausrüstung immer nehmen, oder? Oder dieses allergische Bronzestück Dings der Bums da. Ja, und Tesla. Herzlichen Glückwunsch, du bist schon wieder aufgestiegen. Jetzt bist du Shaolin Mönch. Level 3. Und hast ga drei ganze Dimlos. Also das ist die Währung von meinem Stream. Davon kannst du die Giveaways. Damit kannst du die Giveaways mitmachen. Du weißt schon, was ich meine. Nur per TS ist es einfach zu erklären, wenn die Farms kann ich kaum schreiben. Auf ja, schon klar, aber du verstehst nicht, dass ich auf PlayStation 4 zocke, oder? Ah, okay. Ja, die sind besser. Ich habe einen Druidenstab oder was das auch immer ist. Flüsternder Ahornzweig. Doch, verstehe ich. Aber Handy und TS. Hä? Aber Handy und TS? Ja, aber die App kostet ja Geld auf dem Handy. Also deswegen habe ich TS noch nicht gekauft oder so. Warte mal ganz kurz. Uno momento, bitte. Hä, wo ist denn mein Zeug hin? Ach ja. So. Ja, wir könnten eigentlich doch TS gehen. Warte, ich gehe mal kurz on. Hast du einen Server? Weil ich habe noch keinen eigenen. Handy und Skype höchstens. Ja. Heavy Tactic Force meinst du? Können wir machen, ne? Oh Mann, ist das. Jo, ich bin mal kurz AFK. Olli, unterhalt mal den Chat bitte, danke.
Thank you.
Thank you.
Hä? So, liebe Leute, ich bin wieder da. Falls noch einer im Stream ist. Ja. Mein Besuch hat mich aufgehalten. Leider. Oh Mann. Was muss ich denn jetzt machen, Alter? Gestresste Rekruten mit dem Neuling sprechen. Wo ist denn der Neuling? Hä? Ich sehe keinen Neuling, Alter. Nicht mehr zerwischt. YT, geh runter. Söderlein. Tesla, vielen Dank nochmal für dein Follow.
falls du noch am Start bist. Moment, Leute, ich muss mal kurz was machen. Hey, neuer Rekrut, wo ist der neue Rekrut? Heißt der wirklich einfach neuer Rekrut? Rekrut oder was? Hallo? Hä? Also entweder bin ich blind auf beiden Augen oder einfach nur blöd. Hey, neuer Rekrut. Ich sehe dich leider nicht. Alter, ist es dein Ernst? Oh Mann. Da ist ein neuer Rekrut. Ey, gefunden. Aber ich brauche noch einen. Ja, bla bla bla. Komm. Werter Herr, ja, du mich auch. Ach hier. Ist hier oben noch einer? Weiß ich gar nicht. Erstmal was angreifen. Na komm. Ja, level up. Wuhu. Nein. Okay, ja, kein Ding. Alles klar, dann mache ich auch eine kurze Pause, mache den Stream dann aus, glaube ich, und gehe erstmal duschen. Ja, schön, dass du da warst, auf jeden Fall. Vielleicht bis später, gell? Hau rein, Digga.
Jo Leute, wie gesagt, ich mache jetzt noch hier das Fate-Quest, hier Dings, der Bumster. Und dann mache ich erstmal aus. Dankeschön fürs Zuschauen nochmal. Ich gehe dann erstmal duschen. Bin dann eventuell gegen, weiß nicht, entweder halt so in einer Stunde, zwei Stunden wieder on. Oder dann erst nachts, weil ich dann auf die Arbeit muss. Ja. Ich sage danke fürs Zuschauen, haut rein, bis später.